Ja, grüßt euch zum neuen Video. Heute bin ich wieder am Holz draußen, mit dem Rückenwagen heute einmal. Ich hole jetzt die Metatrümmer doch mit dem Rückenwagen. Wir haben die nämlich immer schön zusammengerichtet, auf so Haifen. Dann brauche ich bloß zweimal backen und dann ist der aufgeladen. Ich probiere jetzt einfach einmal. Weil sonst haben wir es immer mit dem Kipper rauf und mit der Hand aufgeladen. Ja, das ist auch. Weiß ich nicht, ob das auch schneller geht. Ich glaube, da ist nicht viel um. Aber ja, allein bin jetzt gerade. Mache ich es mit Rückenwagen. Da habe ich letztes Mal schon eine Ladung mitgenommen. Muss ich den Regner runterrammen. Und ja, das ist unser Rückenwagen. Das ist ein 12 Tonner mit einem 7,5 Meter Kran. Oder 7 Meter. Ja. Der ist auf der K80 angehängt, weil wir wollten eine Zapfen, dass wir mit der Zapfen Ölpumpen antreiben. Weil hat der, egal welcher Bullock davor ist, immer die gleiche Ölleistung. Ja, und Unteranhängung, dass halt keine Äste oder Baum irgendwie in Zapfen reinkommen. Ja, diese Stützfüße hat er, die klappen dann da so runter. Die wollten wir haben, damit er sicher noch steht. Dann hatte ich hier so eine Deichsellenkung. Da drin ist die. Da kommt man eigentlich überall hier, wo man mit dem Bulldogger so auch hinkommt. Und warum ist der rückgewangen worden? Das hat den Grund, weil der hier außen noch ziemlich viel hebt. Der hebt ganz außen nur 800 Kilo. Ja, und darum haben wir uns für den entschieden. Der hat noch Seilwinden da oben. Die funktioniert noch nicht ganz so, wie mir das mächer, aber das wird auch noch. Ja, die drüben haben zwei Sägen heute noch. Einen Ölkühler hat er noch. Hier ist noch so ein, so ein Podest, oder wie man das sagt. Da kann man sich aufstellen, wenn man mag. Braucht man aber nicht. Weil wir steuern den ganzen Kran mit an Funkkastel oder so. Ja, mit so einem Funk. Ist einfach ganz einfach, da schalten wir an. Dann kann man den rauf da, den rauf. Und dann haben die zwei gelben, die sind dann die Stützfüße runterklappen. Das ist quasi so eine Sicherung, dass man die nicht so aus Versehen hoch runterklappt. Da war Licht, das haben wir nicht. Da Gas und weniger Gas haben wir auch nicht. Brauchen wir nicht, weil der läuft immer im Standgas. Mit der 47er Zapfen. Da war Motorstart, Stopp, haben wir auch nicht. Und da kann man noch Geschwindigkeit ändern, wie schnell das da gerade angehen soll. Haben wir auf ganz langsam, weil da geht er schnell genug. Und da kann man halt ganz normal gerade steuern. Den auch. Das ist noch so ein Not aus. Ja, mehr das dazu nicht zum Sagen. Für Seilwinden haben wir momentan noch so ein extra Kastel. Das schaut auch so aus. Das Seil rauslassen und reinlassen oder anziehen. Da an, aus. Und das ist der Not aus. Ja, der Rückenwagen hat auch noch. Was hat er noch? Ja, da drunter ist die ganze Steuerung. Die ganzen Steuergeräte haben da drin. Da oben haben wir noch Werkzeugkisten oder da ein Spanngurt halt drin. Ja, hier haben wir noch ein Seil dabei, dass man nochmal Seilwinden verlängern kann, falls man es braucht, weil zu kurz ist eigentlich immer, egal wie lange man es kauft, haben wir halt das auch noch dabei. Da ist nur ein Benzinkanisterhalter. Ja, der ist druckluftbremst, ist er auch noch. Und der hat die Rohrenrallye drauf. Was der auch noch hat, standardmäßig, ist diese verschiebbare Achse. Die kann man jetzt. Jetzt ist ganz vorne, die kann man auch noch ganz hinterschirmen. Wenn man jetzt ein längeres Holz hat oder so, dass man halt Stützlast kriegt.
ja, Wanne hat er auch noch. Die kann man auch runternehmen. Ja, hier hinten haben wir die Lüfter drin. Kann man dann einfach ausklappen. Haben wir halt im Holz eingeklappt, dass man nicht, dass das Licht nicht key wird. Ja. Jetzt sagen wir einfach mal, wie das Holz auflädt. Wenn man ein bisschen ein Gefühl hat in dem Kran, dann kann man den Dreck einfach so runterrammen. Den Kran gleich. Jetzt ist er abgerammt, das passt schon. Da kommt wieder der Regen auf. So, das schmeißen wir wieder auf. Bauen wir jetzt ganz hinten so ja, quasi einen Deckel, dass es rausfällt. Die richtet da schön ein.
Ja, der Rückwagen ist jetzt voll. Jetzt bin ich heimgefahren. Das ist bloß ein Feldweg, da brauche ich jetzt kein Netz oder sowas. Den stelle ich jetzt hier rein, hänge ich ab. Und dann hänge ich die Seilwinden wieder an. Dann fahren wir nochmal mit der Seilwinden aus und schneiden noch ein paar Bäume um. Spalten werden wir das dann einmal, wenn einmal wieder schlecht das Wetter ist. Ja. Warum fahren wir denn mit denen so jetzt raus? Haben wir die letzten Jahre schon auch immer. Aber mit dem kleinen John Deere geht halt das schöner, weil der wendiger ist. Und dann kommt man besser das Holz durch den Rückwagen. Weil der so, ja, weil der eine brade Spur hat, kann der halt weiter einschlagen. Und darum hänge ich da lieber ein bisschen um. Die letzten Jahre haben wir mit 6810 an ausgefahren. Mal schauen, vielleicht fahren wir auch noch aus. Weiß ich jetzt noch nicht. Ich hänge den jetzt mal ab und dann hängen wir die Seilwinden wieder hoch. Hier an die Unterlenker, wenn ich mir die immer unten nehme, dass wir hier aufheben können, die muss jetzt wieder in das Loch nehmen durch. Ja, ich tue jetzt hier noch Motorsägen feilen, weil morgen geht es wieder ins Holz. Und dann zeige ich das mal, wie die feil. Ich stelle hier mal her. Dann nehme ich hier eine Kreide
und male mir einfach irgendwo eine Markierung, dass ich weiß, dass ich einmal rum bin. Dann nehme ich einen Lumpen, ganz normal, mache die ganzen Zähne sauber, damit das ganze Öl draußen ist, damit die Feile nicht so voller Öl wird, weil dann kann man nicht mehr gescheit feilen. Die hat ein paar mehr Zähne, weil das ein bisschen größeres Schwert hat. Jetzt haben wir einmal außen rum. Dann nimmt man Pfeile und feilt es so wie hier die Markierung. Das ist so eine Markierung oben. Bis dahin darf man feilen. Oder dann ist. Ja. Da sieht man es, glaube ich. Da ist eine Markierung. Bis dahin kann man es feilen. Und die ist in dem Winkel, oder in dem Winkel feile ich die hier vorne immer. Und dann fahren wir, ja, am besten ist die ganze Feile Länge durch und immer wieder dran, wenn man wieder fährt. Damit sie die Feile komplett abnutzt. Das macht man bei jedem Zahn oder bei jedem zweiten Zahn, weil die Zähne schauen in die andere Richtung. Da muss man es dann gleich andersrum einspannen. Und die anderen Teile. Dann hier vorne haben wir die Mitnehmer oder die haben wir für die Höhenführung da. Die tut man ab und zu mit der Flachfeile drüber fahren, damit halt die Schneidezähne ins Holz nicht sind. Damit man schneiden kann. Ja, ich feile die alle mit der Feile. Es gibt da Maschinen dafür, aber das ist mir jetzt aufwendig, die kann ich jetzt mal rausmachen und wieder nehmen. Mit der Feile kann ich theoretisch im Holz draußen einmal kurz feilen. Man soll alle Zähne gleich oft feilen, damit halt alle gleichmäßig kann. Auch wenn es auch ein bisschen mehr bräuchert, feilen wir ihn trotzdem gleich oft. Jetzt habe ich es umgedreht, jetzt haben wir die Seite, haben wir jetzt halt. Jetzt kommt die Seite. Das geht eigentlich relativ schnell, wenn man das mal raus hat. Hundertprozentig so ist auch nicht, da mache ich es wahrscheinlich zu wenig. Alles ein bisschen, wo mir im Winter ins Holz rausgehe. Aber schneiden kann man schon so früh. Jetzt haben wir rum. Die ist jetzt scharf. Die mitnehmen mache ich jetzt nicht. Oder? Die sollen ein bisschen unterm Zahn sehen. Da kann man da was drauflegen und durchschauen. Ja, die fallen ja das nächste Mal wieder. Die Räume hier. Es gibt da auch so. Es gibt da auch sowas in der Art. Wie funktioniert jetzt das? Wir sind mal für den Zahn. Das hat dann die
die Höhenführung ist dann auf den Zähnen und die Faltern, den mitnehmen wir hier gleich mit. Weil da sind auch Flachpfeile und Rundpfeile drin. Ja, nehme ich aber nie her. Was man auch noch ab und zu machen soll, ist hier hinten einen Luftfilter aufschrauben und den sauber machen. Mache ich gleich noch mit Druckluft. Was wir die Sägen auch noch mal kurz hier Sommer und Winter einstellen. Wir haben die auf Sommer noch. Dann müssen wir das hier raus und dann sagen wir das anders drum rein. Jetzt ist Winter. Da ist hier oben ein Pfeil. Und hier ist eine Schneeflocke und da unten ist eine Sonne. Und da saugt es jetzt die Luft. Jetzt wird die Luft anders da angesaugt. Irgendwie von hier vorne, vom Motor. Also warme Luft wird jetzt angesaugt. Ja. Ob das viel bringt, weiß ich nicht. Das ist jetzt die Säge der Griffheizung. Die kann man hier an- und ausschalten. Ob die funktioniert, weiß ich nicht. Die wird halt in der Griff irgendwie warm. Hier oben gibt es noch ein Dekompressionsventil. Das braucht man aber eigentlich nie. Dann hier hinten zum Starten, wenn es jetzt ganz kalt ist wie jetzt, hat, drückt man hier das Gas. Oben, unten. Dann den ganz nah, dann zieht man an, bis dass ich ja, bis fast wegspringen mag. Dann tut man den eins hoch, jetzt ist quasi Handgas drin. Dann kann man es, dann zieht man an, bis es läuft. Dann kann man ja Gas geben, dann geht es hier in den Start. Und da ist es aus. Wenn man es dann normal starten will, wenn es warm ist, tut man es einfach bloß runter. Aber ja, da kann man dann anziehen. Weiß ich nicht. Ja, das ist die Stiel MS361. Ja, die nehmen wir zum Baum umschneiden. Und zum Chlorschneiden nehmen wir dann die Chlornersägen. Ja, da gingen die schon. Die Pfeile jetzt auch noch, das ist genauso, der hat auch einen Luftfilter da hinten, aber der braucht auch sauber mal. Und da kann man Winter und Sommer hier einstellen. Jetzt ist auch noch Sommer, da muss man das Plattel, das schwarze da raus tun, das schiebt man dann da unten rein. Das war dann halt Winter. Also jetzt ist Sommer, wenn man es da unten ist, schiebt es Winter. Kann man machen, ich weiß nicht, ob das voll bringt. So kalt ist es jetzt auch nicht, das hat ja noch fast plus. Ja. Also Donnerstag kommt jetzt immer ein Video um 6 Uhr auf die Nacht, also 18 Uhr. Und Sonntag um 9 Uhr vormittags. Normalerweise müsst ihr das schaffen. Ich hoffe, dass das Schneiden ein bisschen besser wird. Aber mir ist halt schon mit der Zeit. Und dann war es das für das Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, gebt es gerne einen Daumen nach oben da. Und dann pfiat euch. Bis zum nächsten Mal.